Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, wir sollten uns auch nicht überfordern. Was wir zu besprechen haben, können wir als Bundestagsfraktion vielleicht auch morgen noch erledigen, etc. Ich möchte auch nicht, dass ihr verhungert und so. Also, okay, wir nehmen ja in jeder Hinsicht Rücksicht. Wir haben jetzt vier Stellvertreterinnen und einen Stellvertreter gewählt, hoffe ich zumindest. Das Ergebnis erfahren wir noch. Und ich möchte nun die Gelegenheit nutzen, uns von einer Stellvertreterin, die wir hatten seit 2007, seitdem sich unsere Partei vereinigt haben, zu verabschieden. Es handelt sich um Ulrike Zerhau. Ulrike Zerhau ist geboren worden 1954. Sie ist Diplomsoziologin und Berufsschullehrerin und seit circa 20 Jahren als Gewerkschaftssekretärin tätig. Jetzt ist sie Bildungssekretärin bei Verdi. Sie war von 1974 bis zum Jahre 2004 Mitglied der SPD und ist wegen der Agenda 2010 aus der SPD ausgetreten. Sie hat es aber dabei nicht belassen, sondern ist bei Gründung, das heißt 2005, Mitglied der WASG geworden. Und seitdem wirkt sie dort auch aktiv. Und wie gesagt, sie ist 2007 zu unserer stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Sie war keine stellvertretende Vorsitzende, die regelmäßig in den Medien zu sehen gewesen wäre. Aber sie war auf so gut wie jeder Sitzung. Es gibt immer Leute, die arbeiten, ohne dass es öffentlich wird. Und wir sollten deren Arbeit niemals unterschätzen. Wir brauchen immer beide Seiten. Und sie hat diesbezüglich sehr aktiv gearbeitet. Aber ich habe gehört, du trittst für die politische Konzeption, das heißt für ein Leben in 4/4-Takten ein. Das finde ich ja auch sehr spannend und ich weiß, dass es jetzt hier viele gibt, die gar nicht wissen, was das ist. Schämt euch, wir werden die Allgemeinbildung für die Linken noch aufpolieren müssen. Aber ich weiß es seit vorhin und deshalb will ich dazu auch was sagen. Wir haben nämlich ein Geschenk für Sie vorbereitet und zwar genau zu den 4/4-Takten. Also, der erste Punkt ist die Erwerbsarbeit. Für die Erwerbsarbeit, liebe Ulrike, werden wir dir ein Buch schenken, und das heißt Lernen. Und ist von Klaus Holzkamp und ist der Klassiker der politischen Bildung. Und da du sowieso bei der politischen Erwachsenenbildung tätig bist, passt das. Der zweite Punkt bei 4/4-Takten, das ist die Reproduktion. Und da haben wir uns überlegt, dass wir dir einen Strandlaken schenken und ein Handtuch, und zwar für deine persönliche Reproduktion. Das ist ja auch wichtig. Und dann kommt als drittes Kultur. Und da haben wir uns eine sehr gute Mischung überlegt. Du bekommst nämlich einen Gutschein für ein Krimi-Dinner. Das heißt Folgendes, du kannst ins Theater gehen und dir ein Krimi ansehen und vorher oder anschließend essen gehen. Und ich finde beide Kulturformen ausgesprochen sinnvoll. Und wenn man das miteinander verbinden kann und das Ganze kostenlos, ist es natürlich besonders gut. Und das vierte ist die Politik und dafür gibt es natürlich die Parteitasche. Also da ist uns was anderes jetzt nicht eingefallen, weil du ja in der Politik Bescheid weißt. Also sage ich jetzt nur, Ulrike ist ja nicht völlig weg, sie kandidiert wieder für den Parteivorstand. Ich hoffe ja auch, dass sie in den Parteivorstand gewählt wird. Aber als stellvertretende Parteivorsitzende hört sie auf. Das war ihre Entscheidung und auch das ist wiederum souverän, dass sie sagt, so lange habe ich das gemacht, so lange habe ich gewirkt, mehr nach innen, ohne die äußeren Sichtbarkeiten, die es bei anderen vielfach gibt. Ich will jetzt gar nicht an mich denken und so weiter. Also ein völlig anderer Stil, in dem sie arbeitet, aber sehr fleißig, sehr behutsam, sehr energisch. Dafür sollten wir ihr danken und sie so würdig wie möglich als stellvertretende Vorsitzende unserer Partei verabschieden. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte ja noch weitermachen, wie ihr gesehen habt. Ich möchte nur eins noch sagen, lieber Gregor, das heißt nicht das Leben im Viervierteltakt. Das gefällt mir zwar auch, aber es heißt 4 in 1. Und ich glaube, daran sehen wir, dass wir noch viel zu tun haben, um die Zielvorstellungen, die wir als Frauen haben, in der Partei zu verbreiten. Trotzdem herzlichen Dank.